Hallo Menschen, auf einen Vorschlag der Kommentatorin Kopfzeile hin möchte ich euch heute fünf Science-Fiction-Bücher vorstellen, die mir sehr gut gefielen. Nochmal mit der Vorbemerkung, dass mein liebstes Subgenre der Science-Fiction eigentlich die Dystopien sind, da aber sonst ein Video mit dem Titel Liebste Science-Fiction-Bücher bei mir jetzt sonst komplett aus Dystopien bestehen würde, habe ich mir gedacht, dass ich dazu irgendwann nochmal ein eigenes Video mache und in diesem Video jetzt gar keine Dystopien vorkommen. Und die zweite Vorbemerkung, ich habe die Bücher, die ich jetzt vorstellen werde, so angeordnet, dass ich glaube, die ersten wären ein ganz guter Einstieg für Leute, die vielleicht eher aus der Literary Fiction kommen, die nicht sofort das volle Science-Fiction-Paket wollen mit einem riesigen Universum und Aliens und Raumschiffen, sondern eher so ein bisschen erstmal hinangeführt werden möchten und dann steigern wir uns quasi, was so den Sci-Fi-Gehalt betrifft. Und da möchte ich euch als erstes empfehlen, Also sprach Golem von Stanisław Lem. Ich glaube, man sagt Stanisław. Verstand hat mir das mal gesagt, dass man das L nicht wie ein deutsches L ausspricht. Und hier hat die Menschheit eben einen sogenannten Supercomputer namens Golem 14 entwickelt, der eine eigene Vernunft besitzt, sich selbst weiterbilden kann etc., aber sonst nicht wie Menschliches besitzt. Also er hat keine Persönlichkeit, er hat keine Gefühle, er kann nur bestimmte Menschen imitieren, um mit der Menschheit halt zu kommunizieren, weil seine Gedanken sonst eigentlich ja zu hoch einfach für uns sind. Also er meint auch so, wie er uns das erklärt, das ist irgendwie ein bisschen so, als würden Menschen Ameisen halt die Quantentheorie vorstellen oder dergleichen. Worauf man sich bei diesem Buch einstellen muss, ist, dass es so gut wie keine Handlung gibt, sondern sich alles um Überlegungen dreht. Also es beginnt mit einem fiktiven Vorwort eines Wissenschaftlers, der uns so ein bisschen erzählt, wie es entwickelt wurde, und dann folgen zwei Vorlesungen dieses Golems eben, und ich glaube, dann hat man auch nochmal ein Nachwort. Das heißt, es geht vielmehr um die philosophischen Überlegungen, Gedankengänge etc. dahinter. Was mir am meisten gefiel, ist halt so das Angreifen der Vormachtstellung des Menschen, also oder die Vorstellung einfach, dass wir ja ach so wichtig sind, das wird ja komplett angegriffen, gefiel mir damals sehr, sehr gut, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Oder auch die Idee, dass wir eventuell selbst unseren Untergang herbeiführen, also egal auf welche Weise, ob das nun irgendwas mit Umweltzerstörung zu tun hat oder in dem Fall halt ein bisschen dadurch, dass wir etwas Besseres als uns selbst entwickeln, wobei das natürlich alles nochmal Diskussionssache ist, ob es wirklich besser ist, wenn man so gefühllos durch die Welt geht, auf jeden Fall, dass der Menschheit, die Menschheit ihren eigenen Untergang herbeiführt. Und ganz, ganz toll ist, dass ja auch so viele intertextuelle Verweise sind, also schon allein der Titel erinnert ja an Friedrich Nietzsches, Also sprach Zarathustra, oder der Golem, also dass dieser Computer Golem genannt wird, ist ja auch eines der Science-Fiction-Klassiker mit der Golem, in dem eben ein Wesen von Menschen zumindest erweckt wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob auch richtig geschaffen. Und da findet man, glaube ich, ganz, ganz viel. Und das könnte man auch gut zusammen irgendwie lesen, studieren und miteinander darüber diskutieren. In eine ganz, ganz andere Richtung geht meine zweite Empfehlung. Das ist wirklich so eine locker, leichte Geschichte. Ein Wohlfühlbuch, würde ich sagen, nämlich Ich und die Menschen von Matt Haig. Hier wird der Körper eines Mathematikprofessors von einem Alien übernommen, könnte man sagen. Da dieser Mathematikprofessor die Weltformel geknackt hat, oder beziehungsweise diese mathematische Formel, die die Menschheit so auf die nächste Stufe bringen würde, und das Alien soll jetzt schauen, wer davon weiß, wem der Professor eventuell etwas gesagt hat, und dann eben all die und den Professor töten. Dabei sind wir als Leser dann auch zunehmend so ein bisschen unsicher, ob er nun wirklich ein Alien ist, denn alle anderen merken zwar, ja, er ist anders, aber vielleicht ist er ja doch einfach irgendwie nur ein bisschen verwirrt, denn natürlich geht niemand davon aus, dass er von einem Alien besetzt ist, sondern sie meinen einfach nur, der vielleicht überarbeitet oder sonst was, und die Zweifel kommen schon auch ein bisschen beim Leser auf. Zum Beispiel bestand das Buch bei uns in der Buchhandlung auch bei den normalen Romanen, nicht bei der Science Fiction, was ich aber letztlich irgendwie doch für falsch halte. Auf jeden Fall beginnt dieses Buch halt mit Gedanken voller Verachtung dieses Aliens. Und dann merkt er aber dann so komische Gefühle, wenn er zum Beispiel Debussy hört oder Emily Dickinson liest, und da merkt man auch schon ein bisschen, das Buch behandelt viel so die kleinen Dinge, das Zwischenmenschliche, die Schönheit im Alltäglichen oder halt in der Lyrik, im einfach Hören von schöner Musik, und ist insofern einfach eine sehr, sehr positive Stimmung, die da vermittelt wird. Es ist vielleicht sogar so ein ganz, ganz kleines Lob an die Menschheit, so nach dem Motto, ihr macht ja doch nicht alles schlecht, zwischendrin kriegt ihr immerhin mal was Schönes hin. Und insofern habe ich schon immer gesagt, es ist ein bisschen so der kleine Bruder des folgenden Buches, das ich euch vorstellen möchte, nämlich Fremde in einer fremden Welt von Robert Heinlein. Hier geht es darum, dass ein junger Mann, der von Marsianern aufgezogen wurde, zurück auf die Erde geschickt wird, vielleicht
als eine Art, ja, Botschafter kann man nicht sagen, Beobachter und letztlich aber auch so eine Art so Veränderer, Messias fast schon wird. Und auch das spielt halt ganz groß mit dem Topos, dass ein Außenstehender so die Menschheit betrachtet und all die Seltsamkeiten irgendwie feststellt, die wir so etabliert haben, die für uns schon normal sind, ohne dass wir manchmal vielleicht nachdenken, was eigentlich dahinter steht. Jetzt muss ich sagen, es ist lange her, dass ich dieses Buch las und ich meine mich zu erinnern, dass es nicht nur jetzt, sage ich mal, allgemein so religionswissenschaftliche Überlegungen gab, sondern dass es regelrecht so ein bisschen in Mystizismus überging und dann ging es auch ganz viel um freie Liebe. Also es ist auch Anfang der 60er geschrieben und war dann halt so in der Hippie-Kultur ein bisschen hochgelobt, während es halt anfangs erstmal gekürzt erschien und auch heftig kritisiert wurde, aber man merkt schon so ein bisschen die Zeit, in der es geschrieben ist. Ich finde das eben vor allem interessant für die Überlegungen dahinter, also so über die Sitten und was wir als normal akzeptieren, auch so diese Dreas Religion, Kirche, auch Sekten dann. Es geht auch um Führungspersönlichkeiten und Charisma, es geht viel um Sex. An der Stelle übrigens noch mal eine Sache, an die ich mich nicht mehr erinnere, weil es schon so lange zurückliegt, aber bei Wikipedia wurde gesagt, dass unser Protagonist an einer Stelle halt auch die Meinung vertritt, dass Homosexualität eben eine Wrongness ist, weil eben gerade so die sexuelle Fortpflanzung unser evolutionäres Ding halt irgendwie so ist oder was uns evolutionär voranbringt. Und die Rolle der Frauen war wirklich auch immer so ein bisschen, dass die sich halt alle dem Protagonisten zu Füßen werfen, weil der halt einfach mehr kann als ein normaler Mensch, das stimmt schon. Insofern ist es irgendwie ein Kind seiner Zeit. Also wie gesagt, es war natürlich auch stark kritisiert, aber man merkt schon, die Umstände, in denen es erstanden ist, entstanden natürlich. Und insofern würde ich sagen, es ist ein moderner Klassiker des Genres, der ein bisschen, vielleicht nicht auf der Höhe der aktuellen Zeit ist, aber wichtig für die Entwicklung der Science-Fiction. Und im Gegensatz dazu möchte ich jetzt noch einen modernen Science-Fiction-Roman empfehlen, nämlich Ancillary Justice von Anne Leckie. Das ist das einzige Buch in diesem Video, zu dem es eine Rezension gibt, weswegen ich es hier etwas kürzer halten möchte, aber auf jeden Fall noch erwähnen möchte, dass es der erste Teil einer Trilogie ist. Das ist immer für mich sehr wichtig zu wissen, sonst stürzt man sich so in eine Geschichte und steht am Ende etwas unbefriedigt da. Hier geht es auf jeden Fall um künstliche Intelligenz, um Feminismus, um ein galaktisches Imperium, um ein Bewusstsein, was auf mehrere Körper verteilt ist. Und das Ganze wird uns auf mehreren Zeitebenen erzählt, sodass wir auch die Vergangenheit unserer Protagonistin erfahren und dann die aktuelle Handlung, die uns halt zum Höhepunkt so langsam zuführt. Für mich ist dieses Buch eine sehr, sehr gute Mischung aus einer fortschreitenden Handlung, die teilweise durchaus actionreich ist, aber dann auch ruhigen Momenten mit Überlegungen so zum gesellschaftlichen Status und gesellschaftlichen Pflichten, natürlich auch zum Bewusstsein, das fällt nicht weg bei einer KI. Und da ich persönlich auch immer noch nicht so viele weibliche Science-Fiction-Autorinnen entdeckt habe, obwohl es sie gibt, also ich folge da auch mehreren YouTuberinnen, die immer mal wieder vorstellen, ist das für mich ein ganz, ganz großes Beispiel für moderne Science-Fiction, wie sie für mich sein sollte. Und als letztes für dieses Video möchte ich euch vorstellen die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Die Lektüre dieses Buches liegt jetzt von denen in diesem Video am weitesten zurück, deswegen ist es schwierig für mich einzuschätzen, ob ich es heute auch noch genauso geliebt hätte wie mit 16, glaube ich, als ich es las. Aber damals war das alles, was ich von Science Fiction möchte. Das heißt, es ist einerseits eine Space Opera. Wir haben ein riesiges Universum, auch so ein galaktisches Imperium wieder, aber gleichzeitig literarische Verweise und die Gedankengänge, die halt zu KI, Bewusstsein, Philosophie, Religion, Literatur, Kunst und der Gesellschaft führen. Von meinen gelesenen Science-Fiction-Romanen ist das definitiv so das epischste, sowohl was Ausmaß als auch Inhalt betrifft. Das hat so ein bisschen alles, was ich eben von Science-Fiction möchte. Um auch noch etwas zum Inhalt zu sagen, das ist eine Welt, ja, in der die Erde eben zerstört ist. Die Menschheit lebt im All und zum Großteil ist sie zur Hegemonie zusammengeschlossen. Es gibt natürlich auch ein paar Außenseiter und es gibt aber immer einen Ort, der in der Kalkulation der KI-Berater und oder Führung dieser Hegemonie nicht bestimmbar ist und das ist eben der Planet Hyperion mit dem sogenannten Shrike darauf. Und so beschließt halt die Führungsebene da einerseits eine militärische Flotte hinzuschicken, das eventuell einfach zu beseitigen und andererseits aber eine Pilgerfahrt mit 7 Pilgern eben zu diesem Shrike zu schicken. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, warum das so war. Also das war irgendwie ein Ding, das haben schon andere Leute gemacht. Man muss immer eine Primzahl an Pilgern zu diesem Shrike gehen und dann sterben alle bis auf einer und der kriegt eventuell einen Wunsch erfüllt, was jetzt sehr nach Fantasy klingt, aber das liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass ich mich nicht mehr so gut daran erinnern kann. Auf jeden Fall erzählen sich unsere Pilger im ersten Teil dieses Romans
eigentlich nur abwechselnd ihre Vergangenheit. Und das ist aber ein Aspekt, den ich so toll finde, dass wir also wirklich wieder dieses riesige Universum haben, teilweise sogar Weltraumschlachten, aber wir fahren quasi so zurück und konzentrieren uns auf die Geschichte dieser Menschen, das Leben, die Vergangenheit und sehen zu, wie sich so die Beziehung zwischen denen entwickelt. Und im zweiten Teil des Romans haben wir dann schon ein bisschen mehr so Verschwörungen und Kämpfe etc., aber auch da wieder so den Gegensatz, nämlich den Zypriden, müsste man auf Deutsch wohl sagen. Also es ist eine Art künstliches Bewusstsein, aber im wirklich menschlichen Körper, also komplett die menschliche DNA, aber ich glaube, das Bewusstsein sitzt in diesem KI-Kern. Ihr merkt schon, es liegt etwas zurück. Auf jeden Fall hat der Elemente des Dichters John Keats und auch dadurch kommt wieder so die Kunst rein und im Großen und Ganzen ist es halt hauptsächlich dieser Kontrast, der mir in dem Buch so gut gefiel. Eine Space Opera mit vielen literarischen Verweisen. Ja, was will ich als Buchliebhaber eigentlich mehr von Science Fiction? Ja, das waren alle Empfehlungen, die ich euch in diesem Video geben wollte. Es gibt auf jeden Fall noch eine Menge Science Fiction Bücher, die ich euch gerne nahelegen möchte. Aber solche Videos brauchen ein bisschen Vorbereitung. Meine Wunschlisten sind ellenlang, aber bitte, bitte schreibt mir mehr Empfehlungen, vielleicht ähnlich zu denen, die ich jetzt gesagt habe, nicht einfach nur irgendwie Science Fiction, aber legt mir einfach alles nahe, was euch vielleicht verändert hat, was ihr großartig fandet und ich danke euch heute fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.